Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir ernten immer noch nach wie vor auf Feld Nummer 13. Das ist aber schon gut vorangeschritten. Und zwar über die Hälfte. Hier muss man schauen, wie lange noch braucht. Oh, eine Stunde noch, Stunde 10. Ja, zwei Folgen, Stunde 10. Reicht nicht aus, wird nichts. Aber wie gesagt, heute in-game auf jeden Fall. Zur Not, muss ich da mal sehen. Nächste Woche, na gut, da werde ich wahrscheinlich die Marsch dann bringen, mal auf Livestream. Um mal ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Ja, ansonsten bin ich mir ganz sicher. Also, wir machen hier weiter, jedenfalls heute mit der Ernte. Klappt ja so einigermaßen, ne? Bis auch der eine mal gegen den Baum gefahren ist hier. Ist aber, glaube ich, normal. Wo war denn Anne hier? Einstein. Oder der, ja. Ja, da hatte ich mich einen Punkt von der BGH gesprungen, kann man sagen. Und dann war ich mittendrin im Hänger und ich kam nicht raus. Ist halt so, ne? Und dann hier hin und her und ja, jetzt müssen wir abkürzen, weil wir einfach Gegenverkehr haben. Aber das ist schön, dass Abfahren an den Großen ganz gut klappt. Auch mit vier Fahrzeugen erstaunlicherweise. Das hat zwar ein bisschen Unterbrechung zwischendurch, aber wie gesagt, für das Feldprinzip riesengroß ist, muss ich mal sagen, klappt ganz gut. Ich sehe gerade, der andere macht Pause, wo der voll ist. Also früh gelobt, aber ich habe es ja im Blickfeld, ne? Das machen wir gleich mal auf Spur schicken. Denn spätestens, wenn der nächste kommt und da stehen bleibt, ne, also wenn die hier sprechen könnten, ich glaube, das müsste man nicht aushalten. So einfach da weiterfahren. Das ist das Einfachste der Welt, also. Aber der hat da gestanden und ja. Kein Bock, will ich fahren. Nein. Naja, ein bisschen Meter, ein paar Meter sind hier noch. naja, gut. Das habe ich, die Silage habe ich vor 2 Jahren gemacht. Also hier in Game, ne? Nicht im wahren Leben, ne? Also so auch wieder nicht, aber aber das ist schon wieder 2 Jahre her, also hier im Spiel. Und dazu sagen, habe ein Jahr auch mit 3 Tagen gespielt, ne? Das muss man ganz ehrlich sagen, in 3 Tagen, das war ein blöder Einfall, aber wie gesagt, ich wollte mit den Türen, mit den Tieren ganz schnell mal, naja, verdoppeln. Ich muss die Milch, oh, das muss auch noch machen. Aber wie gesagt, da muss ich mal jetzt einen Kurs einfahren, ne? Also so einen globalen Markt und die Milch abkippen, ne? 500.000 werden es werden. Ah, da muss ich mit dem Kleinen fahren, mit dem Großen hat keinen Zweck. Denn da muss durch den Stall durch. Und dann muss ich von der Milch und einen globalen Markt bei der Marsch. Aber das schaffe ich heute und morgen nicht mehr. Wichtig ist für mich erstmal, dass wir jetzt hier die Ernte so gut wie durchziehen, ne? Ja, 106 Hektar ist schon eine Menge, ne? Also über 1 Million Liter, ne? Habe ich schon was verkauft. Da muss ich noch Felder kaufen und dann Marsch noch Hopfen einpflanzen. Viel Hopfen. Kriegt gar nicht hin so schnell. Aber die Milch kann ich hier verkaufen. Ich muss da ja auch einkaufen. Das darf man nicht vergessen, ne? Also das Geld muss ja auch verdient werden, ne? Gut, man hört das als Produktverkauf verdient es doch ganz gut, ne?
Schade, dass ich keine ganzen Tiere im globalen Markt kriege. Ich glaube, das geht nicht. Oder? Ich meine, noch sind die Kühe noch nicht so weit. Also zumindest nicht die Bullen zum Schlachten, meine ich jetzt. Ich meine, das ist eine. Das sind fast 300 Kühe, das sind 200 Kälber, weibliche Tiere. Gut, die männlichen Tiere sind abzielbar in Ahnung. Das sind nur knapp 30 oder ja, 25, glaube ich. Die fallen nicht ins Gewicht, aber wie gesagt. Das muss ja auch alles irgendwie, ne? Verarbeitet werden, ne? Also mit der Lenkung beim Livestream, da muss ja die Software ausgefallen sein. Sonst hätte es ja funktioniert. Aber im Grunde und Ganzen bin ich mit Lenkung so zufrieden. Aber das ist kein realistisches Fahrgefühl, ne? Man muss dazu sagen, ne? Gut, auf Vibrationen kann ich verzichten, darauf kommt man nicht an. Aber so wie das im reellen Leben ist mit einer Lenkung, wo es man leichter und schwerer geht, hat ganz gefährlich. Wie gesagt, ich weiß die Kurse im Großen und Ganzen ja auch nicht mehr, wie ich eingefahren habe. So. Ablan. Raus damit. Ja, da muss ich sehen, dass ich mal einen kleinen Anhänger kaufe. Trecker den kleinen haben wir genug. Dann brauche ich einen kleinen Mich-Anhänger. Und einen kleinen Anhänger für. Einen kleinen Anhänger für Silage. Und dann fahren wir das Zeug schön in die BGH, die Silage. Und die Milch in den globalen Markt. Oder. Ja, das bringt ja auch nichts. Also kleine Mengen zu fahren ist unsinnig, weil das ist. Ja, da kann man lieber einen großen voll machen. Denn, naja, mit einem LKW, gut, man kann einen Dolly nehmen, ne? Weil die Marsch hat so viel Milch schon, also. Da muss ich. Oh, da muss ich viel verkaufen. Das ist Frühling und dann müssen wir Felder kaufen. Hopfen. Hopfen habe ich gesagt und Rübenfeld 1. Ne, das nicht. Ah, das mal hinten aufladen direkt. Mal gucken. VB. Ob das funktionieren würde? Vorne mal abstellen. Und dann direkt mit Ladewagen aufladen. Ja, dann mal eine Lösung, ne? Naja, das kann ja nicht mal schnell voll machen, ne? Aber ich komme vielleicht raus. Starker Bauerwissens. Da lässt sich auch so schlecht lenken, das ist das ganze Problem. Aber wenn wir einmal durch sind, dann geht's. So, jetzt gerade zurück. Wenn wir einmal rausgekommen sind, geht das. Schnell aufgeladen, ne? Muss man höchstens den Hänger von hinten schieben. Das wäre die optimale Lösung. Sollte aufgetankt werden, muss entladen werden. Blocking. Steht er. Oh.
Wie leer? Das muss reichen, Junge. Hm. Sehe ich gerade. Probleme. Probleme. Da streiten sich zwei. Einer umgefallen. Nö. Und fährst du nicht weiter? Der ist nicht voll, der ist voll, der muss weg. Was gibt da zu berechnen? Wie einfach Gas geht, wo ist der Anlebot hin? Die waren nochmal drei Drescher gewesen. Wo ist der rote? Wo ist der rote Drescher? Da. Das steht auch. Voll. Wo seid ihr? Säcke. Na. Na, wo wollen wir hin? Abwägen, ne? Tja, das darf mal keiner sehen, was die für Kurse fahren hier. Eigentlich soll der nur auf Feld Nummer 13 sein und nicht auf Feld Nummer 28. Gut, dass hier keine Hecke ist, sondern ein undurchdringliches Teil. Ne, undurchdringlich. Also eingreifen muss trotzdem. Na gut. Das ist. Fährt noch vorbei, ne, doch nicht. So, wo war ich stehen geblieben? Beim hier. In meiner guten Methode, einfach so rüberfahren, ne? Aufladewagen, ne? Ist ja mal richtig voll. So, auf zum Lager, Junge. So, Zeit. Haben wir noch genug Zeit? Ja, genau. Ich möchte ja im Grunde die Folgen auch, die Ernte noch abschließen mit der Folge, aber das wird schwierig. Mache ich eine Sonderfolge am Freitag? Oh Quatsch, ne? Ist ja auch Blödsinn. Oder ich mache die Folgen und mache dann Marsch. Also dann ist es so, heute ist ja die Folge Nummer 6. Nummer 6 hieße Donnerstag. Dann takte ich so um, dass ich die Marsch mache am Freitag und mache noch zwei weitere Folgen am Wochenende für... Ja, mit der Ernte abschließen kann. Das hieß aber heute für mich, jetzt sind 6 Folgen, noch 3. Bis 2 Uhr nachts. Boah. Ich meine, gut. Das ist eigentlich machbar, ne? Aber wie gesagt, ja. Das ist jetzt eine Überlegung, ne? Aber mehr auch nicht. Ich möchte schon das Feld abschließen, ne? Wie gesagt, das hat ein Stroh, wenn das nicht mehr wird, dann wird das nicht mehr, ne? Ist ja egal. So, Gas geben. Und dann gleich mal rüber und dann aufnehmen, ne? Eine Bahn durchziehen, dann können wir dann auch leicht rausfahren.
Also Traktoren kann man nehmen, schon mal abfahren von der Silage des BGH. Das kann man ja machen an dem Tag, wenn wir jetzt Mais ernten, Körnermais, dann können wir ja in aller Ruhe dann fahren lassen, ne? So. So, G. V. B. Dann müssen wir gucken, außen an sich machen. Jetzt fährt der wieder nicht los. Ich glaube mir, hier streikt hier einer hier oder was. Voll. Aber wir hängen fest. Ich muss ihn immer losschicken hier. Warum fährt er jetzt nicht weiter? Mal gucken, was ich eingestellt habe. Hinterm Startlobby. So. Hinterm Start. Nee, ab. Fahren wir nicht im Kreis, um normal hierher zu kommen. Das macht keinen Sinn. So, den wir erstmal ausnahmsweise mal rüberschieben. Oder ziehen. So. Das hält keine Technik aus normalerweise. Da reißen alle Schweißnähte oder brechen endlich hier Verbindungen. Aber hier ins Spiel geht's. Wie gesagt, den müssen wir eigentlich mit dem Radlader einstellen, dass er mir das voll macht. Aber. Das war ein dicker Aber. Dazu gibt es keine Muße dazu. Bis ich das fertig gemacht habe, dass alles funktioniert. Wenn es überhaupt funktioniert, dann ist es, dann ist die Folge zu Ende oder die ganze Reihe. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Mal eine normale Folge. Normal lang um die 18 Minuten, das ist eine gute Zeit. Dann sagt mal Tschüss und Ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder da seid. Und zur Freitagsfolge. Tschüss.